In diesem Video geht es um Grünbelag und Algen an der Hauswand. Ich zeige, wie ich den Grünbelag an meiner Fassade mit wenig Aufwand und ohne Hochdruckreiniger entfernt habe. Hier ein kurzer direkter Vergleich, wie es vorher aussah und das Ergebnis nach der Reinigung für diese Stelle der Fassade. Diese eher grauen Stellen und Schlieren an meinem Haussockel sehen auf den ersten Blick nicht unbedingt nach Grünbelag aus. Wenn man mit einer Bürste und etwas Wasser schrubbt, zeigt sich allerdings die grüne Oberfläche. Zur Bekämpfung gibt es spezielle Algen- und Grünbelagentferner. Hier exemplarisch ein Produkt. Vergleichbare Produkte gibt es auch von anderen Herstellern. Worauf es bei der Verwendung ankommt und was man falsch machen kann, zeige ich gleich im Video. Algen- und Grünbelagentferner gibt es entweder als fertige Mischung oder als Konzentrat zum selber Anmischen mit Wasser. Zum Aufbringen auf die Fassade eignet sich ein Drucksprüher. In meinem Fall ist dieser kleine Handdrucksprüher ausreichend gewesen. Alternativ kann bei größeren Flächen natürlich auch ein größerer Drucksprüher verwendet werden. Die Warnhinweise auf der Verpackung sollten wir durchaus ernst nehmen und den Grünbelagentferner mit Umsicht einsetzen. Dazu gehören auch Einweghandschuhe, um beim Ansetzen nicht mit dem Präparat in Kontakt zu kommen. Eine Schutzbrille kann sinnvoll sein, um den feinen Sprühnebel nicht in die Augen zu bekommen. Der Sprühnebel sollte auch nicht eingeatmet werden. Den Algen- und Grünbelagentferner spritzen wir mit dem Drucksprüher auf die betroffenen Stellen. Diese sollten dazu trocken sein und es sollte die nächsten 24 Stunden nicht regnen, damit das Präparat gut wirken kann. Eine weitere Behandlung ist nicht nötig. Die Algen und der Grünbelag verschwinden nach einigen Tagen. Temperaturen über 10 Grad sind optimal, damit das Präparat zügig wirkt. Bei kälteren Temperaturen über dem Gefrierpunkt wirken die Produkte auch. Es dauert allerdings länger. Keinesfalls sollte mit Wasser nachgespült werden oder mit einer Bürste und Wasser geschrubbt werden. Auch nicht, wenn nach 24 Stunden noch keine Veränderung sichtbar ist. In dem Fall das Produkt einfach noch länger wirken lassen. Erhöhte Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern die Wirkung. Vor der Verwendung sollten wir anhand der Anwendungshinweise auf der Verpackung überprüfen, ob das jeweilige Produkt für die Fassade geeignet ist und dies an unauffälliger Stelle gegebenenfalls vorab testen. Die Präparate können nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Sie sollten deshalb nicht in Berührung mit angrenzenden Rasenflächen oder Pflanzen kommen, um dort keinen Schaden anzurichten. Nach dem Auftragen auf die Fassade müssen wir uns in Geduld üben. Bei mir sah es nach etwas mehr als 24 Stunden so aus. Nach 2 bis 3 Tagen waren die Algen bzw. der Grünbelag an allen behandelten Stellen komplett verschwunden. Falls du dich dafür interessierst, wie man Algen und Flechten auf Terrassenplatten mit einem Hochdruckreiniger entfernen kann, dann schau dir gerne dieses hier verlinkte Video von mir an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.